Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch wieder mal ein Favoritenvideo, Dezember-Favoriten, und zwar meine Top 10. Das war gar nicht so einfach, weil ihr wisst ja, ich habe immer sehr, sehr viele Lieblinge. Und ich würde sagen, wir starten. Ich hoffe, ihr seid schon in Weihnachtsstimmung, weil es wird natürlich auch ein bisschen weihnachtlich. Und wenn euch das Video gefällt, dann schenkt mir gerne ein Däumchen nach oben und los geht's. Zuallererst für alle, die noch nicht wissen, was sie Weihnachten kochen sollen. Ich habe ein richtig tolles Weihnachtsmenü entworfen. Dieses findet ihr auf meinem Online-Shop. Ich werde euch das mal hier einblenden, was euch erwartet. Da ist sogar ein Getränk dabei. Natürlich Hauptspeise, Vorspeise, Nachspeise. Sehr, sehr lecker. Alles auf die anti-entzündliche Ernährung abgestimmt. Natürlich Kalorien reduziert. Und sowas von lecker wird auch unser Weihnachtsmenü sein. Also auch wir werden das Heiligabend machen. Und ich werde euch mal den Shop verlinken. Und für alle, die vielleicht noch Last-Minute-Plätzchen-Ideen brauchen, auch in meinem Online-Shop, könnt ihr da gerne mal schauen. Da könnt ihr entweder die Rezepte einzeln erwerben oder es gibt auch ein schönes Weihnachtsbundle mit ganz, ganz vielen tollen Rezepten. Natürlich alle zuckerfrei, ohne Milchprodukte, ohne Weizen und wie gesagt, natürlich deshalb auch kalorienreduziert. Und ja, jetzt würde ich sagen, los geht's. Starten wir zuallererst mit den Beauty-Produkten aus dem DM. Und da habe ich zwei Favoriten, die ich wirklich ganz, ganz toll finde. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon von mir. Und zwar einmal von Max Factor, der Color Elixir Lip Liner in der Farbe Mauve Moment. Das ist die 030 und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Mauve-Farbe, wie der Name schon sagt. Ich werde euch den mal swatchen. Der ist natürlich so aufgetragen, sehr, sehr dunkel. Aber ihr seht es auf den Lippen, schaut der relativ natürlich aus. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie stark man andrückt mit dem Stift. Aber ich finde den wirklich ganz, ganz toll. Die Haltbarkeit ist semi-gut, da die einfach mal sagen. Aber ich finde die Farbe einfach so unglaublich toll, weil die meiner Lippenfarbe relativ stark ähnelt, wenn die leicht aufgetragen ist und einfach die Lippe ausschaut, als wäre es besser durchblutet und man schaut direkt frischer aus. Mein nächster Favorit ist ein Blush von Alverde in der Farbe Holographic Rouge und es ist eine sehr, sehr schöne, schimmernde Rosé-Farbe. Werde ich auch diese Farbe mal swatchen. Ich glaube, das fängt die Kamera gar nicht so ein, dass da eben ein leichter Schimmer mit drinnen ist, weil meiner Meinung nach Blush mit Schimmer einfach ein bisschen frischer macht. So schaut der aus. Also wirklich ein ganz, ganz toller Ton, der so ins Kühlere eben geht, so eine Rosé-Farbe ist und ja, der Schimmer, glaube ich, kommt sogar ein bisschen rüber. Also der ist wirklich sehr dezent und es ist auch ein wirklich ein Schimmer, keine Glitzerpartikel, sondern wirklich ein sehr, sehr feiner Schimmer drinnen und ich finde, dass die Farbe einfach einen richtig frisch aussehen lässt. Weiter geht's mit Beauty-Favoriten aus dem High-End-Bereich und da habe ich mir vor einer Zeit von Bare Minerals einen Bronzer gekauft. Also das ist quasi ein Blush und ein Bronzer in einem. Ich liebe diese Farbe und zwar ist es die Kiss of Mauve. Ihr wisst, ihr steht total auf Mauve-Farben, also auch der Lip Liner ist ja auch so eine Mauve-Farbe. Der hat allerdings sehr viel mehr Schimmer drinnen, also das ist meiner Meinung nach eher nur ein Highlighter mit drinnen. Ich werde euch die Farbe mal swatchen, damit ihr das seht. Die ist ja relativ stark pigmentiert, das werdet ihr jetzt gleich sehen, das glaubt man gar nicht, wenn man die Farbe so im Tiegel sieht. Also ihr seht, die ist echt stark pigmentiert, hat auch mehr Schimmer drinnen, also kein Glitzer, sondern das ist einfach ein bisschen mehr Schimmer und hat tatsächlich auch so ein bisschen was Bräunliches drinnen, wie ein Bronzer, eben auch ein Highlighter mit drinnen, also es für mich so ein 3-in-1 Produkt und ich finde den wirklich unglaublich schön und gelungen. Bleiben wir gleich bei Highlighter. Ein Highlighter, den ich wirklich schon Monate verwende oder eigentlich schon fast Jahre. Ich glaube, den habe ich sogar schon 2 Jahre. Von Estee Lauder, der Bronze Goddess in der Farbe Modern Mercury. Ich glaube, das ist ein All-Time-Favorite von mir und ich glaube auch ein sehr gehyptes Produkt, aber auch zu Recht. Diese Pigmentierung ist einfach unübertrefflich. Ich muss jetzt mal meinen anderen Handrücken hernehmen, weil der ist schon voll. Schon alleine, wenn ich mit dem Finger reingehe, das ist der Hammer. Ich liebe einfach Highlighter und ich habe sämtliche zu Hause, aber ich greife tatsächlich immer wieder zu diesem hier, weil der die schönste Farbe hat, wie ich finde, und einfach auch zu jedem Hautton passt. Das ist so eine Mischung zwischen Champagner und Gold, aber irgendwie, also ganz, ganz toll. Erinnert mich irgendwie an den MAC, den hat es mal gegeben, den gibt es aber leider nicht mehr. Aber das kommt dem MAC total nahe. Und was ich auch finde, man kann den einfach toll als Lidschatten verwenden. Den gibt es auch noch in 2 anderen Farben. Ich habe die auch, aber das ist die Farbe, die wirklich
immer benutze, und zwar meistens auf der Nasenspitze. Und manchmal mache ich tatsächlich auch noch da was drauf, wenn ich jetzt irgendwie ausgehe oder so. Ansonsten ist mir der, also für einen Highlighter ist der wirklich stark pigmentiert für untertags. Ich werde euch den mal verlinken. Ist leider bei dieser Farbe so, dass die sehr, sehr oft ausverkauft ist. Ein neuer Liebling von mir, das werdet ihr bei mir auch nicht so oft auf meinem Account sehen, eine Foundation. Und zwar von Yves Saint Laurent, die All Hours Foundation in der Luminous Matte Version. Das heißt, es ist quasi ein strahlendes, aber mattes Finish. Ich habe die ja heute drauf und ich finde, dass es eine richtig schöne, gelungene Foundation ist. Ob es meine Estee Lauder ablöst, glaube ich nicht, weil die wirklich gleichwertig sind. Gut, die Estee Lauder ist einfach der Hammer. Aber diese würde ich jetzt als mehr feuchtigkeitsspendend beschreiben. Obwohl die wirklich nie fettend oder irgendwas ist. Also ich finde, dass die wirklich ein sehr schönes Satin-Finish hat. Also es ist nicht zu matt, es ist aber auch nicht zu glänzend. Also es hat wirklich die perfekte Konsistenz, das perfekte Finish. Und ich habe auch tatsächlich die Farbe sehr gut gewählt, glücklicherweise. Ich habe ja im Internet bestellt und habe vorher nicht getestet. Ich habe jetzt hier die Farbe MW2, weil ich wirklich eine sehr warme Untertonfarbe habe, von meinem Hautton her. Da gibt es eine riesige Farbauswahl und ich habe diese Foundation bei einer Bloggerin gesehen und die hat einfach so toll ausgeschaut. Die ist mit Lichtschutzfaktor 39, also hat wirklich auch einen hohen Lichtschutzfaktor drinnen. Meine Haut ist relativ empfindlich, was Foundation anbelangt, aber die kommt bisher mit dieser sehr, sehr gut zurecht. Was ich auch sehr gerne mag, dass die eben einen Pumpspender hat. Und das Packaging ist einfach natürlich der Wahnsinn von Yves Saint Laurent. Ist natürlich im höheren Preissegment, aber ich habe die jetzt relativ günstig ergattert. Ich werde euch die mal verlinken. Die habe ich günstiger ergattert als die Estee Lauder. Und wie gesagt, ich finde die einfach wirklich toll. Dann gehen wir über zu den Haarprodukten, beziehungsweise ich habe einen Favoriten für die Haare. Und zwar von Olaplex die Nummer 4. Das ist der Blonde Enhancer des Toning Shampoo gegen Gelbstich in den Haaren. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Ich trage die tatsächlich niemals alleine auf, sondern immer mische die immer mit einem anderen Shampoo, damit das Ergebnis nicht zu hart ist und nicht zu stark ist. Und ich finde das einfach ganz, ganz toll, das Shampoo. Deswegen ist er sehr ergiebig. Wer starken Gelbstich hat, der wird mit diesem Shampoo glücklich, weil das wirklich sehr, sehr intensiv ist. Deswegen mische ich das immer mit einem Shampoo, mit einem anderen zusammen und habe dann das perfekte Ergebnis. Aber wer wirklich starken Gelbstich hat, dem kann ich das empfehlen, weil das zu 100% hilft. Also das ist wirklich krass. Wenn sie das alleine anwendet, dann am besten vielleicht sogar mit Handschuhen, weil das tatsächlich die Hände ein bisschen lila färben kann. Es hält wirklich, was es verspricht. Meine nächsten beiden Lieblinge werden weihnachtlich, beziehungsweise eher winterlich, nicht weihnachtlich. Und zwar habe ich zwei Parfümfavoriten, die ich einfach im Winter liebe. Das eine, das habe ich, nein, ich habe beide schon jahrelang. Also das eine, das habe ich tatsächlich schon vor meiner Tochter mir damals gekauft. Also das ist jetzt wahrscheinlich schon 10 Jahre oder so her, wenn es überhaupt reicht. Und das andere, das habe ich jetzt wahrscheinlich so 6 Jahre. Und beginnen wir mit dem älteren. Das ist ein Klassiker von Prada, dieses Candy. Ich glaube, das kennt jeder. Und ich habe mir von Jo Malone dieses Ginger Biscuit gekauft, das überall ausverkauft ist, weil es ja von sozusagen allen Bloggern beworben worden ist. Und ich finde, dass das nicht viel Unterschied ist zu dem Prada Candy, meiner Meinung nach. Riecht relativ süß, aber nicht zu aufdringlich. Ist wirklich ein angenehmer, süßlicher Duft. Der hier hat eben noch drinnen so Zuckerwatte, Karamell. Es ist aber jetzt nicht so, als wie wenn man in Zuckerwatte getaucht ist. Also so empfinde ich es nicht. Mein Mann liebt es total und wie gesagt, es erinnert mich sehr stark an den Jo Malone Duft. Also ich finde tatsächlich auch nicht wirklich viel Unterschied, als ich mir den aufgesprüht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen sage ich euch diesen hier. Und der Jo Malone ist ja jetzt auch ausverkauft überall. Und ich finde, dass es wirklich ein winterlicher Duft ist, beziehungsweise ein Duft für die Kälterjahreszeit, weil es eben ein warmer, süßlicher Duft ist, der einfach perfekt, ja, eigentlich zu Weihnachten passt. Der nächste Duft ruft in mir wirklich so ganz angenehme Gefühle hervor. Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber der ist so wärmend und einkuschelnd, keine Ahnung, ich kann es schwer beschreiben. Und zwar ist der von Van Cleef & Arpels. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der Orchidee Vanille. Und das ist ein absoluter schmeichelhafter Duft, der, wie gesagt, einfach so ein behagliches Gefühl in mir auslöst. Das ist eine unsüße Vanille, so würde ich das mal beschreiben. Also ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Vanille-Fan, aber nicht so quietschige Vanille, sondern das ist wirklich eine
angenehme und süße Vanille, die... Ich kann das schwer beschreiben. Also ihr müsst einfach mal dran schnuppern. Ich liebe diesen Duft und ich trage den auch tatsächlich nur zur Weihnachtszeit. Und im Winter, da ist er noch nicht viel raus. Der ist mir heilig, der Duft, wirklich. Also wenn ihr das riechen könntet, weil das noch irgendwie so einen ganz minimalen frischen Touch mit dabei hat. Packaging ist absolut clean und der Duft ist eher im teuren Preissegment. Aber ihr seht, ich habe den schon 5-6 Jahre, wenn es reicht überhaupt. Und ich trage den immer zur Winterzeit, zur Weihnachtszeit. Und ja, wie gesagt, ich spare mit dem wirklich ordentlich, weil ich den so sehr liebe. Ich kann euch den nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, testet den mal. Für alle Vanille-Fans, ihr werdet den lieben. Aber auch andere, die vielleicht Vanille nicht so gern mögen, weil es eben, wie gesagt, nicht so ein quietschsüßer Duft ist, sondern eher sogar als Unisex bewertet wird. Dann natürlich, wie immer, kommen zwei Favoriten aus dem essbaren Bereich sozusagen. Und das eine ist selbstgemacht. Und ich liebe es. Ihr könnt es wirklich jeden Tag essen. Ist super gesund. Und zwar selbst eingemachtes Rotkraut. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch auf meinem Instagram-Account. Also wenn ihr da mal vorbeischaut, dann könnt ihr das Rezept ergattern. Ich liebe es. Das kann man super vorbereiten. Also ich mache da immer mehrere Gläser und das wecke ich ein und das fermentiert dann. Ist auch total gesund für den Darm. Das ist sowas wie, also wie Sauerkraut, sage ich jetzt einfach mal. Schmeckt säuerlich und das kann man wirklich in den Salat geben. Man kann Döner draus machen, man kann es einfach so essen. Ich liebe es und die Farbe ist einfach zu genial, oder? Also ich finde das auch total schön, jetzt zur Weihnachtszeit einfach auf den Salat drauf zu geben, weil das einfach nochmal extra Vitamine drinnen hat. Ihr könnt das Rezept auf meinem Instagram-Account ergattern. Da poste ich das. Es ist noch nicht online, aber ich werde es jetzt die nächsten Tage online stellen. Und die kann man auch gleich essen, noch 2-3 Stunden. Die kann man aber auch nach Tagen erst essen. Also das ist, wie es einem beliebt, und die schmecken wirklich zu 100% genial. Und mein letzter Favorit ist mein heiliger Gral, den ich immer zu Hause habe. Sogar nach Österreich bin ich deswegen gefahren, zu DM. Und zwar von Foodlos, diese Kinderriegel in der Geschmacksrichtung Erdnuss. Die Riegel schauen auch tatsächlich so aus. Also da ist außenrum eine Hülle mit Dattelpaste, Haferflocken, Kakaobutter. Und innen drin ist eben dieses Erdnussmus. Also das schmeckt göttlich, ich sag's euch. Und ich habe diese Riegel immer zu Hause. Natürlich, in Datteln ist Fruchtzucker drinnen, aber in Datteln sind auch sehr, sehr viele Ballaststoffe und andere Vitamine und so drinnen. Also deswegen sehe ich das jetzt nicht nur als Zuckerlieferant, sondern es hat wirklich ganz, ganz viele andere tolle Inhaltsstoffe drinnen, die für mich einfach überwiegen. Und ich esse ja die auch nicht massenweise, sondern das ist wirklich immer nur, wenn der kleine Hunger zwischendurch kommt, wenn ich mal nichts vorbereitet habe. Oder morgens, wenn ich einfach das Frühstück hinauszögern muss, weil ich nur einkaufen bin oder so, schmeißen wir schnell so einen Riegel rein und ich kann euch den wirklich nur empfehlen. Biologisch alles und der schmeckt wirklich, also der ist wirklich der Hammer, wir haben den immer zu Hause. Leider muss man den bei uns online kaufen, weil es den BDM nicht gibt, den gab es mal, aber jetzt nicht mehr. Ich werde euch den mal verlinken, den gibt es ja noch in andere Geschmacksrichtungen, aber ich sag's euch, das ist einfach die leckerste. So, jetzt habe ich wahnsinnig viel gequatscht. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ich werde euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox verlinken. Und dann wünsche ich euch natürlich eine wunderschöne, gesegnete, frohe Weihnachtszeit. Ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr wunderschöne Feiertage habt, mit euren Liebsten verbringt, leckeres Essen habt, reich beschenkt werdet. Also wirklich von Herzen nur das Beste. Und nächste Woche kommt das letzte Video für dieses Jahr online. Falls ihr es nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mir natürlich kostenlos auf YouTube abonnieren, die Glocke oben rechts aktivieren, dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online geht. Ja, und dann, wie gesagt, hoffentlich bis nächste Woche Freitag. Mua. Tschüss! Mua. Mua.